So, das war also unsere kleine Einstimmung auf die 500 Meter. Die ersten 500 Meter hier bei diesen Studentenweltmeisterschaften in Basilica di Pini hatte Mirko Giacomonenzi gewonnen. 35,94 vor Giuto Fucino. Den haben wir vor kurzem noch bei der Mehrkampf-WM im Sprint gesehen in Seoul. Und eben dieser Typ, der jetzt hier eine chinesische Fahne hat, aber aus Taiwan kommt, Xing Yang Sung, also dieser Typ, wie ihn Konrad Notsch gerade genannt hat. Sehr wahrscheinlich hat er den Namen nicht gerade auf der Pfanne gehabt. Ja, richtig. Also der Typ aus Taiwan, Sung, der ist sehr, sehr guter Inlineskater gewesen und ist dann irgendwann vor 3-4 Jahren auch auf die Idee gekommen, eben als Läufer aus Taiwan eben das Schlittschuhlaufen zu lernen und hat da jetzt immer wieder auch von sich reden gemacht, insbesondere auch vor 2 Jahren bei der Universiade auf dem gleichen Eis. Da ist er auch in Medaillenränge gelaufen. Von daher ist kein Unbekannter auf jeden Fall. So, auch hier wollen wir Ihnen den zweiten Run komplett zeigen. 10 Paarungen, beziehungsweise im ersten Paar ist einer alleine unterwegs. Robert Goodwin aus den USA. Und dazu müssen wir auch wieder sagen, die Amerikaner, das erleben wir aber auch bei Universiaden immer wieder. So sehr sie auch den Universitätssport fördern, aber an so Studentenweltmeisterschaften oder Universitäten scheinen sie offenbar kein großes Interesse von ihrem Verband zu haben. Anders ist das nicht zu erklären, dass sie nun wirklich Leute hier hinschicken, auch zu Universiaden, die nun wirklich ja, fern von Topleistungen sind. Ja, das ist richtig. Also der erste Lauf von Robert, der war eher mäßig mit 41,1. Also wir haben ja vorhin gesehen, dass die Mädels da auch schneller waren. Von daher kann man jetzt da jetzt nicht unbedingt von den Top-Leistungen, von den Top-Skatern ausgehen. Also in Amerika gibt es schon, oder in den USA gibt es schon eine ganze Menge Studenten, die sicherlich auch besser und schneller gewesen wären als er. Tja, er war hier zu Beginn dieser Weltmeisterschaften der letzte über die 1500 Meter. Und die Amerikaner sind insgesamt nur zu viert hier. Die sind dann gestartet über die 1500 Meter. 2 von denen waren danach so blitzeblau gewesen. Wir sind hier immerhin auf 1000 Metern Höhe, dass sie noch nicht mal mehr in der Lage waren, obwohl gemeldet, an der Teamverfolgung teilzunehmen. Also auch das zeigt schon einmal, was für Jungs hier am Start sind. Ja, das ist richtig. Es war ein bisschen enttäuschend, dass sie da nicht an den Start gehen konnten als Team. Aber wenn man halt von 4 Leuten 2 verliert, dann ist natürlich relativ schwer, ein Team mit 3 Sportlern an den Start stellen zu können. Das hat es ja in den Frühjahren der modernen Olympischen Spiele gegeben, der Winterspiele auch in Chamonix damals beim Bobfahren. Da fehlte dann einer, dann hat man sich einen aus dem Publikum genommen, den hat man dann einfach in den Schlitten reingesetzt. So einfach geht das nicht mehr, die Zeiten sind schon lange vorbei. Ja, auch das Schlittschuhlaufen ist jetzt vielleicht nicht ganz so einfach, wie als Bremser im Bob zu sitzen. Am Ende muss man da ja doch da irgendwo 8-mal um die Runde kommen im Team Pursuit. Von daher, das ist natürlich eine Sache gewesen, die außer Diskussion stand. Mike Koenig aus den USA auf der Außenbahn, 19. über die 1500 Meter, war im vergangenen Jahr 4. der amerikanischen Meisterschaften über die 5000 Meter, ist also auch jemand, der es nicht unbedingt so mit dem Sprint zu tun hat. Und auf der Innenbahn Elmar Visser aus den Niederlanden, der hat zu Beginn des Jahres zumindest mal einen Wettbewerb beim Holland Cup gewonnen, und wenn es da keinen Weltcup gibt an diesem Wochenende, sind diese Holland Cups ja auch nicht schlecht bestückt. Ja, das ist richtig. Also bei den Holländern ist dann natürlich eine ganze Menge Masse dann auch dabei bei diesen Holland Cups. Und wenn man da sich da vorne präsentiert, dann ist es schon mal erstmal auch ein kleiner Fingerzeig. Allerdings auch hier, Sie sehen das an den Zeiten, das sind hohe 38er Zeiten. Auch wenn die beiden jetzt hier in der Kombination beider Runs die Plätze 1 und 2 annehmen, das werden wir nachher sehen. Da werden die Zeiten deutlich, deutlich drunter liegen. Ja, man muss auch davon ausgehen, dass das eben keine Spezialisten über diese Strecke sind. Das sieht man auch schon an den Angangszeiten. Also wenn man 10.3 und 10.6 als Angangszeiten hat, dann ist man nicht wirklich ein Sprinter, sondern eher wirklich eher Mittel- oder Langstrecker in der Regel. Und von daher war das auch nicht zu erwarten, dass sie jetzt hier exorbitant gute Zeiten schaffen.
Maxim Kondratjew. Ich spreche ihn mal russisch aus, weil im Weißrussischen, da biegt man sich dann eher mal die Zunge. Der junge Mann hier aus Weißrussland auf der Außenbahn gegen den Polen Wojciech Krasniqi. Und Krasniqi, der war zuletzt bei den polnischen Sprintmeisterschaften an der 16. Position. Wir haben vorhin mal über Sum gesprochen und auch mal über andere Nationen, die normalerweise nicht so sehr im Fokus des Eisschnelllaufens stehen. Übrigens hier eine recht große Delegation. Die waren mit 9 Leuten hier, die Inder. Wir haben ihnen gestern leider die Wettbewerbe nicht zeigen können. Da waren die am Start und es hat tatsächlich am 4. Januar in diesem Jahr indische Meisterschaften im Kaschmirgebirge gegeben und da hatte es sage und schreibe 100 Sportler gegeben, Damen und Herren aller Altersklassen. Hätte man jetzt so nicht gedacht. Nein, also ich bin selber überrascht. Also 100 Teilnehmer bei Meisterschaften, also das haben wir in Deutschland kaum. Allerdings geht es da natürlich um über alle Altersklassen, das relativiert sich dann ein bisschen. Wobei man eben sagen muss, dass es natürlich schön ist, dass man auch in so exotischen Ländern inzwischen eben auch mal eine Sportart wie Eisschnelllauf eben ausprobiert und ja, wer weiß, was in 10, 12 Jahren ist, vielleicht etabliert sich das dann auch in der Art und Weise, dass dort eben dann auch regelmäßig einfach Nationalmannschaften eben auch Weltcups besuchen. Ja, wir kennen das zum Beispiel von den Mongolen, die immer wieder dann auch eine Chance haben, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Hier kommen wir zum nächsten Paar. Andrew Turner aus den USA gegen Bart Fröchenil. Und die beiden waren ebenfalls über die Eingangs 1500 Meter unterwegs. Allerdings jenseits der Positionen 15. Andrew Turner, der kommt aus einer Stadt. Da ist nicht unbedingt Eisschnelllauf Nummer 1, sondern Eishockey. Da sind nämlich die NHL-Profis der Minnesota Wild zu Hause in St. Paul. So, die werden nochmal zurückgepfiffen. Ja, Fröchenil. Gucken wir mal bei den niederländischen Meisterschaften auf diversen Strecken auch nie wirklich besser gewesen als 10. Und naja, immerhin, die niederländischen Meisterschaften, das ist hier keine Wald- und Wiesenveranstaltung. Die niederländischen Meisterschaften sind schon sehr wichtig, denn das sind meistens die Qualifikationsevents dann für die jeweiligen Weltcup-Serien. Ja, das ist richtig. Und man kann sich auch nicht so einfach für die niederländischen Meisterschaften qualifizieren, also oder daran teilnehmen, sondern da gibt es halt ein richtig hartes Regelwerk, wo man eben dann im Vorfeld entsprechende Zeiten laufen musste, um dann eben auch an den niederländischen Meisterschaften teilzunehmen. Also es ist nicht so, dass man da eben so am Start gehen kann, nur weil ich es möchte. Von daher ist dann auch ein Platz 10 in der niederländischen Meisterschaft trotzdem eben auch anzuerkennen, wobei er sicherlich nicht in den Top 10 über die 500 Meter war, weil mit 10,7 als Angang ist das einfach nicht drin. Er ist wahrscheinlich eher auch ein 1500 oder 5000 Meter Läufer, der hier die 500 Meter als Startmöglichkeit einfach auch nochmal mitnimmt. Ja, hier der Kreis der Teilnehmer bei dieser Studenten-WM ist sowieso sehr überschaubar, deswegen nehmen die hier alles mit, was sie kriegen können. Also es sind, glaube ich, 5 oder 6 niederländische Herren gemeldet und die haben fast, man hat hier Maximum, ich glaube, 4 Starter pro Distanz, dann aber auch alles ausgeschöpft, was man irgendwo ausschöpfen kann. Es ist nicht so wie bei Einzelstreckenweltmeisterschaften, dass es dann wirklich die Spezialisten auf ihren jeweiligen Distanzen gibt. Genau, und der Bart hat sich jetzt hier auch ein bisschen geärgert. Ich glaube, er ist Bestzeit gelaufen, aber ganz knapp an seiner an der 38.0 vorbei. Das ist immer auch mal so ein Fingerzeig, wenn man es schafft, unter 38 Sekunden zu laufen als Mehrkämpfer, hat man dann auch nochmal einen weiteren Schritt geschafft. Olof Herzen aus den Niederlanden gegen seinen Landsmann Bardi Spahn. Nur um ihn da auch mal einen Anhaltspunkt zu geben. Der Bahnrekord, der ist hier gelaufen worden im Rahmen der Universiade 2013, als man Ersatzaustragungsort war für Maribor. Und da lief ein Japaner Tsubasa Hasegawa eine Zeit von 35:37. Genau eben hier auf dieser Bahn. Ja, also Baselga ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schnelle Bahn, beziehungsweise kann sehr, sehr schnell sein. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Bedingungen an. Jetzt ist gerade, hängt gerade ein bisschen die Wolken drin und ist auch dann meistens ein bisschen windig. Dann sind die Bedingungen nicht ganz so schnell. Aber man hat auch gesehen im ersten Lauf, Nancy ist dann schon auch gleich mal unter 36 Sekunden gelaufen. Und dann sieht man eigentlich auch, dass immer auch was geht, gerade auf den Bahnen,
von Italien, Baselga und Colalbo, die haben oftmals sehr, sehr gute Bedingungen. So, wir robben uns auch hier langsam in Richtung Medaillennähe. Herzen übernimmt die Führung vor Spahn. Aber wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Paare. Und erst hinten, wie sagt ein lieber Kollege, wird die Ente fett. Genau, also wir werden jetzt hier von Mal zu Mal schneller werden, sicherlich, weil die ja auch in umgekehrter Reihenfolge starten. Und von daher gehen wir davon aus, dass man auch mal nochmal Zeiten sieht, die deutlich unter 37 Sekunden liegen werden. Armin Hager aus Österreich studiert in Innsbruck, dort an der Universität, war eigentlich in Schlagdistanz hier über die 1500 Meter eine Medaille zu gewinnen. Steven Hartman aus den USA, der war über die 500 Meter bei den US-Meisterschaften Zehnter und auch hier Zehnter über die 1000 Meter. Ja, bei den Österreichern muss man sagen, die haben eine kleine, aber feine Gruppe mit Hager, mit Heidegger und dann eben auch Vanessa Bittner. Die trainieren viel in Innsbruck, alles gemeinsam, beziehungsweise versuchen auch so oft wie möglich auf schnellem Eis in Insel zu sein und haben eine eigentlich relativ stabile Gruppe mit dem Hannes Wolf als Trainer und der macht einfach dort einen sehr, sehr guten Job, hat junge Leute, Hager ist glaube ich 20 oder 21 und der Heidegger auch. Und die machen echt Spaß, auch beim Zugucken. Sehr, sehr gute Qualität von der Technik her. Und da kann echt noch was draus werden. Zumal Hager und Heidegger jetzt keine Spezialisten über 500 Meter sind. Hier gewinnt erst einmal dieses Duell. Steven Hartman übernimmt damit auch die Führung. Armin Hager lässt ein bisschen federn. Hier mit der aktuell nur drittschnellsten Zeit, aber in der Gesamtwertung im Moment auf der 3. Du hast über Vanessa Bittner gesprochen. Vanessa Bittner, das ist der Rohdiamant aus österreichischer Sicht, den man da hat. Und das ist nur noch eine Frage der Zeit, wann es da auch mal richtig funken wird bei ihr. Einen Podestplatz hat sie ja bereits in dieser Saison geschafft. Und es werden sicherlich noch viele, viele dazukommen. Und irgendwann wird sie auch ganz nach oben mal durchstoßen und mal ganz oben auf dem Podest stehen. Ja, auf jeden Fall, Vanessa Bittner, da ist zweifelsohne noch sehr, sehr viel drin und ist ja auch noch sehr, sehr jung und von daher kann man da aus österreichischer Sicht wirklich hoffen, dass dort auch vielleicht mal wieder noch mehr Impulse kommen für den Eisschnelllauf und wir werden sehen. Ich bin gespannt auf Pyeongchang, da wird sie sicherlich voll angreifen wollen und eben auch über 500 oder 1000, zumindest über 1000 Meter auch um eine Medaille mitlaufen wollen. Da ist sie sehr, sehr nah dran und da hat sie sicherlich auch die größten Chancen, eben aufs Podest zu kommen. Michael Domanski und Christian Satorato, die haben noch ein Sträußchen auszufechten, denn die trafen schon aufeinander im Team Sprint. Dieser Teamsprint wurde gewonnen von den Italienern, die Polen mit der Silbermedaille. Und jetzt versucht man sich hier heute so ein bisschen zu revanchieren. Ja, aber der Italiener hat hier noch die besseren Chancen, ist vorn. Mal gucken, ob es im Ziel auch noch ist. Ja, auf jeden Fall. Und wir sind jetzt auch bei Zeiten um 37 Sekunden. Also es geht jetzt sukzessive immer weiter. Das nächste Paar wird sicherlich vielleicht schon unter 37 sein. Und wer weiß, ob der Mirko im zweiten Rennen, Mirko Giacomonenzi, eben auch nochmal es schafft, wieder unter 36 Sekunden zu laufen. Wenn es auch wenig Zuschauer sind, die sich hier versammelt haben in Baselga di Pine, so machen die wenigstens ordentlich Alarm, wenn die Italiener auf dem Eis stehen. Und hier ist Konrad Notsch, den wir Ihnen gerade in einem Beitrag vorgestellt haben. Der Ungar hier bereits mit Medaillen dekoriert. Alessio Trentini, der nächste, der Italiener, war auch Mitglied dieser Teamsprint-Mannschaft. Und ja, sein Event, der kommt ja erst noch. Der war nämlich bei den italienischen Meisterschaften im Massenstart. Startwettbewerb Vierter und zum Abschluss dieser Weltmeisterschaften, da gibt es ja noch diesen Massenstartwettbewerb. Genau, die Italiener, die casten quasi sehr, sehr viele Sportler aus dem Bereich Inlineskating, auch aus südlicheren Gefilden Italiens und motivieren die, sagen hier, wenn ihr Olympische Spiele sehen wollt, kommt zum Eisschnelllauf, wir haben ein Programm, wo wir versuchen euch auszubilden und von daher sind gerade die Massenstartrennen, weil die sehr, sehr ähnlich dem Inlineskate-Rennen sind,
eben für diese Sportler interessant und da sind sie natürlich sehr, sehr affin, weil sie das eben gewohnt sind, diesen direkten Kampf zwischen den Sportlern eben anzugehen. Und wenn eben ein bisschen Sicherheit auf den Schlittschuhen eben besteht, dann sieht man eben auch, dass sie sehr, sehr schnell dort auch vorankommen. Wir haben das vorhin in diesem Beitrag gehört, während jetzt Konrad Notsch die Gesamtführung übernimmt, dass er sich bei diesem ersten Wettbewerb, den wir ihn live auf Eurosport 1 gezeigt haben, diese 1500 Meter, gar nicht so wohl gefühlt hatte, in der Nacht kaum geschlafen, dann auch noch Fieber bekommen, Halsschmerzen. Da würde man normalerweise sagen, Topleistung abrufen, das kannst du aber mal vergessen. Ja, das ist richtig. Manchmal ist das aber auch so eine Art, wie so eine Art Voraufregung von einem Wettkampf, dass der Körper so ein bisschen spinnt und man sich dann doch wieder in irgendeiner Art und Weise einkriegt und diese Krankheits- oder gefühlten Krankheitsbedingungen dann irgendwie doch schlagartig dann auch wieder verschwinden. Also manchmal spielt einem der Körper da auch ein bisschen einen Streich. Von daher, dadurch, dass er jetzt hier auch die anderen Tage am Start war, ist davon auszugehen, dass das keine echte Krankheit in dem Sinne war. Artem Soltarev aus Russland gegen eben Xinyang Sung aus Taiwan. Hier geht es schon in Richtung Medaillen und der Taiwanese, Olympiateilnehmer seines Landes über die 500 und 1000 Meter, der hat hier schon mal definitiv eine Medaille sicher, denn er geht in Führung in der Gesamtwertung und es steht nur noch ein Paar aus. Und das ist ein schöner Erfolg. Ich freue mich dann auch immer mit Sportlern, die jetzt nicht immer aus den reinen Hochburgen ihrer jeweiligen Sportarten kommen, in diesem Fall Taiwan, auch wenn hier fälschlicherweise die Landesfahne der Volksrepublik China an ihm, an seinem Namen dran war. Da muss man vorsichtig sein, denn Taiwan gilt in chinesischen Augen als abtrünnige Provinz und Taiwan sieht sich als Republik. Ja, das war natürlich wieder eine starke Zeit unter 36 Sekunden und ich glaube mich zu erinnern, dass er auch 2013 auch dort die Bronzemedaille bei der Universiade auf der gleichen Bahn geholt hat, über 500 Meter. Von daher war das wahrscheinlich schon ein gutes Omen hier für die Studentenweltmeisterschaften. Und das ist jetzt keine Überraschung, dass die beiden hier jetzt um Gold und Silber laufen. Yuto Fuchino aus Japan auf der Innenbahn und Mirko Giacomo Nenzi, der hat eigentlich hier nur einen einzigen Lauf in den Sack gekloppt. Das waren diese 1500 Meter, da war er am Ende Achter, das war eine herbe Enttäuschung. Aber seitdem läuft es bei ihm wie gerubbelt und die beiden kämpfen jetzt also um Gold. Ja, man sieht ja auch, Giacomo Nenzi, der ist hier auf dieser Bahn auch zu Hause, er kennt sich hier aus und ist das auch gewohnt, eben diese Freiluftbedingungen zu adaptieren und eben hier auch voll durchzugehen. Jetzt hat er da zwar ein paar Probleme im Kurvenausgang, aber trotzdem hat er eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit und von daher ist davon auszugehen, dass er das auch gewinnt und die Zeit ist halt für diese Bedingungen auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, und da hat sich das dann auch noch mal ein bisschen gedreht, denn durch Fuchinos nur drittschnellste Zeit in diesem zweiten Lauf ist dann eben Sung, der Taiwanese, noch an ihm vorbeigegangen. Also Gold für Nenzi, am Ende doch sehr deutlich vor Sung und Fuchino. Und Nenzi hat damit eigentlich die Scharte in den Tagen danach, nach dieser Auftaktpleite, ordentlich ausgepetzt. Auf jeden Fall, aber man muss eben auch sagen, dass eine Nenzi eher ein 500- und ein 1000-Meter-Läufer ist. Und da kann eine 1500 Meter gerade die letzte Runde oder die letzten anderthalb Runden schon manchmal ganz schön lang werden. Und wenn man sich da irgendwo mal einen kleinen Fehler erlaubt, dann verliert man ruckzuck mal anderthalb, zwei Sekunden in der letzten Runde. Und wenn die Qualität der Läufer relativ dicht ist, relativ eng ist, dann wird man eben auch ruckzuck mal Achter, ohne dass man großartigen Fehler gesehen hat bei sich selbst. So, und Nenzi hat jetzt mit diesem 500 Meter Finale auch den Deckel drauf gemacht auf diese Studentenweltmeisterschaften aus seiner Sicht. Den werden wir nachher im Massenstartwettbewerb nicht mehr sehen. Und so war das dann letztlich doch nochmal eine recht erfolgreiche Veranstaltung für ihn. In der Teamverfolgung die Goldmedaille geholt. Dann hier über die 500 Meter die Goldmedaille geholt. Und in seinem sogar, ich denke, letzten Wettbewerb in dieser Saison gab es ja auch noch die Siege über die 1000 Meter und im Teamsprint, also viermal Gold, erfolgreichster Mann hier bei dieser Studenten-WM.
follow the World University Championships. FISU, today's stars, tomorrow's leaders.